Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns mit einer Strategie. Ich glaube, wir haben das schon mal vor einiger Zeit hier ganz kurz angesprochen, aber weil wir es am Wochenende auf einem Seminar noch mal ein bisschen ausführlich behandelt haben, hier noch mal ein kleiner Einblick dazu, nämlich was ist ein Covered Put? Was das für eine Strategie ist, wann man sie anwenden kann, das gibt es jetzt hier im Video. Die meisten von euch kennen ja Covered Call Writing. Ne? Also das heißt, man kann das ja auch hier schön mal darstellen. Wir haben eine Aktie. Übrigens, ihr seht, wir haben ganz neue dicke Stifte gekauft, weil sich der eine oder andere beschwert hat, er könnte es nicht lesen. Ne? Also jetzt wieder Brille absetzen, jetzt müsste man es gut lesen können. So, also wir haben eine Aktie, die steigt, die geht man long, oder die sollte im besten Fall steigen, die geht man long und dann verkauft man hier oben einen Call, bekommt dafür eine Prämie und was wäre dann der Gewinn? Naja, der Gewinn setzt sich eben zusammen aus der steigenden Aktie plus der Prämie, die man hier hat. Das heißt, bis hierher kann die Aktie verdienen plus die Prämie dazu. Das ist eben der Gewinn. Wenn wir uns ein P&L-Diagramm anschauen, dann sieht das so aus. Wir bekommen also eine Prämie. So, wo beginnt unser Risiko? Unser Risiko nach oben gibt es nicht. Das heißt, oben kann kein Risiko entstehen, weil wenn die Aktie hier durchläuft, dann gewinnen wir zwar nichts mehr, wir können auch kein Risiko haben. Das heißt, das Risiko muss auf der Unterseite sein. Deswegen hier sieht das P&L-Diagramm so aus. Genauso wie ihr das kennt übrigens ja von einem Short Put. Was ist jetzt ein Covered Put? Ein Covered Put ist eine Strategie, die man anwenden kann, wenn man eine negative Marktmeinung hat. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich erwarte nicht, dass die Aktie steigt, sondern dass die Aktie tendenziell fällt, so, dann geht man diese Aktie short und jetzt verkauft man unten einen Put. Das heißt, man hat jetzt einen Put dazu. Und warum heißt das jetzt Covered Put? Naja, ganz einfach, weil der Put als solches wieder kein Risiko beinhaltet. Wo ist das Risiko? Genau wie beim Covered Call in der Aktie. Wenn die Aktie steigt, mache ich Verlust. Wenn die Aktie fällt, mache ich Gewinn. Die Option ist risikolos. Warum? Wenn das Ganze nach unten geht, egal ob es durchläuft oder rüber ist, ich werde diese Prämie auf jeden Fall bekommen. Wenn es nach oben geht, werde ich diese Prämie auch auf jeden Fall bekommen. Bleibt es gleich, bekomme ich die auch. Das heißt, in einer Covered-Position ist die Option immer risikolos. Das Risiko liegt immer in der Aktie. Wie kommt das Geld zustande? Wie verdiene ich das Geld? In der Differenz zwischen meinem Short-Einstieg und dem Strike plus die Prämie, die ich erhalte über den Verkauf des Puts. Und wenn wir uns jetzt hier, also das hier oben ist ein Covered Call und das ist ein sogenannter Covered Put, und das wird auch oftmals bezeichnet als Covered Put Writing. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, dann können wir überlegen, okay, ich bekomme also eine Prämie. Habe ich Risiko nach unten? Nein, habe ich nicht. Also muss es so sein, wo geht mein Risiko los? Wenn es hier nach oben geht, also habe ich dieses P&L-Diagramm, P&L Profit Loss. Und wenn man das mal vergleicht, wie sieht das aus? Genau das gleiche wie ein Short Call. Ne? So, was ist jetzt der Vorteil gegenüber einem Short Call? Der ist natürlich in dem Preis der Optionen zu suchen, weil wir wissen ja, im Aktienmarkt gibt es ja einen sogenannten Skew. Skew bedeutet, dass Put-Optionen in der Regel teurer sind als Call-Optionen. Warum? Weil das Risiko der meisten und die meisten Händler, die meisten Investoren sehen das Risiko tendenziell auf der Unterseite. Deswegen preisen sie die Versicherung auf der Unterseite höher. Sie sind bereit, mehr für Put-Optionen zu bezahlen als für Call-Optionen. Deswegen sind Puts immer teurer. Und wenn ihr eben jetzt hier oben einen Call verkauft, kriegt ihr eben nicht zu viel Geld, als wenn ihr sagt, ich verkaufe unten einen Put. Und dann habt ihr eben hier noch die Aktie dazu. Risiko ist das gleiche, weil wenn es nach oben geht, kommt euer Call in der Druck und hier der Put zwar nicht, aber die Aktie macht euch eben dann den Verlust. Jetzt muss man natürlich eines beachten, wenn man das macht, wann wird sowas funktionieren? Das wird natürlich nur in bärischen Marktphasen funktionieren und ihr dürft nicht vergessen, es ist ein Short Trade, das heißt, ihr geht Short in der Aktie. Wir haben gestern auf dem Jens Rabe Kanal ein Video veröffentlicht, wie funktioniert Shorten. Guckt euch das einfach mal an und ich sage nur Stichworte Wertpapierleihe, Dividenden
Und hier ist es ganz einfach so, wenn ihr also zum Beispiel die Aktie shortet und in der Zeit wird eine Dividende fällig, dann müsst ihr definitiv diese Dividende zahlen. Das heißt, das müsst ihr in eure Kalkulation einplanen. Wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt hier short und kann das so und so viel verdienen und in der Zeit fällt eine Dividende an, dann müsst ihr die natürlich mit abziehen. Aber nichtsdestotrotz ist das gerade für einen Bärenmarkt eine schöne Strategie, nicht zwingend für Einsteiger, weil bei allem, wenn man short ist im Aktienmarkt, muss man das Timing gut hinbekommen, ne? Aber ansonsten ist das schon eine sehr, sehr schöne Sache, um mal mit Geld zu verdienen. Wenn man sagt, okay, ich habe eh eine negative Meinung auf die Aktie, will da was machen. Oder auch zum Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich bin einen Index short, also das heißt den Spider beispielsweise oder den SPX und verkaufe eben darunter noch ein paar Put-Optionen. Die Puts sind risikolos, bringen Prämie und wenn es dann doch nach oben wegdreht, hat man wenigstens die Prämie unten verdient. Oder zum Beispiel auch interessant könnte das sein oder kann das sein bei diesen Volatilitätsprodukten wie etwa dem VXX, den wir ja auch tendenziell immer short sein wollen. Und wenn man merkt, Mensch, ich bin in Shortgang, jetzt geht doch die Vola noch weiter hoch, ne? Erste Maßnahme, unten ein paar Puts dagegen oder pro 100 Stück einen Put dagegen schreiben, hat man einen Covered Put, risikolose Einnahme auf der Unterseite. Das Risiko liegt hier immer im Underlying. Also etwas für einen Werkzeugkasten rausholen, wenn es mal nicht so gut an der Börse läuft, wenn die Märkte tendenziell anfangen zu kippen, dann kann das eine super spannende Sache sein. Aber wir werden tendenziell eher mit dieser Variante oder eben mit Short Puts arbeiten, weil wie gesagt in der Mehrzahl oder in der Mehrzeit müsste man eigentlich sagen, Aktienmärkte tendenziell eher steigen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr auch andere Strategien noch kennenlernen wollt, wenn ihr sagt, erklär doch mal das oder erklär doch mal jenes, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare und dann sehen wir uns schon wieder beim nächsten Video. Euch wünsche ich bis dahin alles Gute, viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.